Borderlands the prosequel. I love my voice. Und wir sind zurück hier in Borderlands Pre-Sequel in Moxies kleiner Dance-Hütte. Mit am Start ist Tazi. Hallihallo. Und Castro, die Silberlocke. Ja, Silberlöckchen. Und wir haben von der letzten Folge noch Mission gehabt. Wir sollten mich was abgeben und zwar reinen Tisch machen für den Jack. Müssen wir mal eine neue Disco-Platte haben? Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön, während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Brüff? Bring mir ihren Kopf. Ich habe eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen. Oh, ich will... Hab ich schon mal gesehen, dass, gedacht, dass Lilith hier immer noch ein heißer Finger ist. Hässlich. Verschönern wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Oh ja, kommt drauf an, was man mag, ne? Das wird lustig. Im Ernst? Ja, los, mach! Was macht ihr da? Ich liebe deine Blechfreunde. Will ihn haben, ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Hab ihn. Das wird dir gefallen. Kennst du die Rakete in der Stadt? Wir werden ein kleines Feuerwerk zünden. Echt jetzt? Das wird geil. Rakete! Wir müssen nach oben. Wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Ich weiß, wie ich hochkomme. Wenn es die Stadt noch gibt in einer Million Jahren. Na klar. War eigentlich keine Stadt, sondern es ist ja eine Raumstation, oder? Eine Raumstationsstadt. Wie das Ding hier ausschaut, ist es eher ein Dorf. Hey. Wir sind hier nicht in Bayern. Hey. Was dann? Okay, siehst du diese Spitze ganz da oben? Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur. Spring hoch und verpass ihr eine. Aber na klar, das machen wir doch gerne, oder? Ey, wir stellen Kopf sehr schön. Anbringen. Oh Gott, schaut das scheiße aus. Seine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. Du weißt schon, dass das jetzt der Planet ist, wo du drauf warst, Castro, in letzter Zeit. Ja, ich weiß. Wir müssen irgendwo die Koordinaten eingeben. Ich mach das mal fix. Da ist der Computer. Hinten. Ich will gucken, ob ich wegfliege. Ich glaub zwar nicht dran, aber... Ja, wär's lustig. Du bist gefeuert. Okay, los geht's. Tschüss, tschüss. Okay, es kann losgehen, Leute. Schade, dass wir das Baby nicht mit einer Bolle Shampoos taufen können, aber was soll's? Starte sie! Okay, festhalten. Fehlt nur noch die passende Party. Oh, ich muss euch ja noch nach Hause schicken. Lass mal euren Remix hören. Erstmal ein bisschen reinhören hier. Ihr seid gefeuert. Oh nein, das geht wirklich. Das geht wirklich. Ah, nein, ah! Oh. Ja! Super, super! Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. Ah, die Mucke ist auch geil. Hört euch das mal an, das ist cool. Ah, geil. Ja, ich glaube, ich werde mal den reinen Tisch machen und etwas abschließen. Ah, das war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Gehen wir mal einfach hier vorne beim schwarzen Brett ab. Weißt du was? Leute auslöschen macht Spaß. Lass uns das irgendwann wiederholen. Gerne doch. Wenn's so geil ist. Immer doch gern. Okay. Dann lass uns mal, was wollen wir genau? Weggetappt machen. Wir wollen ja die neue Laserknarre haben. Da müsste man mich irgendwo hin und ich gehe mal stark davon aus, wir könnten... Schnellreise machen? Wo muss ich überhaupt hin? Die Triton Flats. Woanders hin? Okay, da können wir auch von hier aus lang. Das passt schon. Was? Nein.
Ich würde den Porter nehmen, oder? Na, steht Triton Flats. Genau. Das wird bestimmt wieder ein weiter Weg werden. Ja, ich glaube hier mal nicht. Na. Markus Munition. So, und ja, natürlich müssen wir weitergehen über die Santos-Ebene. Bin anwesend? Ja. Ich will auch mein Stingray haben mit, Mit Stingray? Ich kann ja keinen neuen bauen, weil ihr schon beide besetzt habt, ihr Honky. Ja, einfach, rüber switchen, auf die andere Seite. Mit dem Pfeiltasten. Wir können ja, genau, wir können ja Runde 3 machen. Halt. Hopp. 2 von 4. 2 von 4. Hallo? Na, jetzt aber. So, Flakgeschütz. Nein, Raketenwerfer. Kryo-Raketen sind sehr schön. Und ab geht's zu. Castro. Der könnte schon in die falsche Richtung geflogen sein. So gefällt mir das. In die richtige Richtung geflogen. Ach. Eine malerische Ebene hier. Wo wir unterwegs sind, in dieser schönen Ebene. Ich habe gehört, Tatsi hat ein neues Spielzeug. Habe ich das? Ja. Oh Gott, Stingray. Du hast dir doch, glaube ich, jetzt so ein Grafiktablett geholt, oder nicht? Ja, habe ich. Weil du voll künstlerisch sein möchtest, was ich nicht verstehen kann. Ja, das habe ich tatsächlich vorgehabt, allerdings, naja. Muss ich erstmal zeichnen lernen. Ach, denn ich kann überhaupt nicht zeichnen, auch wenn ich gern sowas angucke. Du kannst zeichnen. Du sagst schon mal, du kannst es nicht, aber es ist gelogen. Nein, ich kann nicht zeichnen. Ich kann nicht zeichnen. Du kannst zeichnen. Okay, wenn ihr beide nicht zeichnen könnt, kann ich auf jeden Fall erst recht nicht zeichnen. Also einigen uns, dass wir uns alle einfach nicht zeichnen können. Also ich bin derjenige, der am wenigsten zeichnen kann, so. Oh Mann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde gern besser zeichnen, aber ich kann es halt noch nicht. Oh, muss er. So eine Laserschrot hat schon was, oder? Oh, Mondsteine, immer her damit, ganz viele. Na, was denkst du denn, Waschbi? Steck mir Munition rein. Waschi? Ich weiß ja nicht, was du teilen kannst, denn ich habe es noch nicht gesehen. an jeder Stelle. Wird sich auch nicht zeigen. Oh, hier ist ein Pfeil. Oh nein. Ich weiß nicht, ob du es mir nicht zeigen würdest. Ha, wo ist ein Pfeil? Ich werde auf jeden Fall keinen anderen zeigen. Aha. Hier ist ein Pfeil und der geht nach unten. Hm, meinst du, hier geht's lang? Ich glaube nicht, aber da hinten ist was auf dem Vorsprung. Da können wir nochmal lang gehen. Oh. Aber wo ist hier ein Pfeil? Ich hab gar keinen Pfeil gesehen. Ja, der war schon da, du bist schon dran vorbeigelaufen. Aber spring mal weiter, mal gucken, wo wir hinkommen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wo seid ihr eigentlich? Wir sind dem Pfeil gefolgt. Pfeil? Ach, da oben, ihr seid hochgekommen. Dem Pfeil gefolgt. Ach da, dem Pfeil. Alter, was ist das denn? Excalibur! Warte, ich möchte mitkommen, ich kann das noch rausziehen. Excalibastard! Wartet auf mich! Das darf Tati niemals bekommen. Dafür bin ich auch. Für den Ritter der Tafelrunde. Ich schlage dich zum Ritter. Guck dir das an, Excalibastard! Ist das nicht geil? Oh, cool. Geil, ne? Ich probier's mal. Und? Hast du es? Nein, das klappt nicht. Das könnte es ordentlich Schmerz verursachen. Es geht einfach nicht. Was? Ey, ist das geht nicht. Badassig genug. Verdammt, ich auch nicht. Ach, verdammt. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier rüber und sterbe dabei wieder beim Versuch. Ich kenne mich doch, weil ich habe nämlich keinen Sauerstoff mehr. Na klasse. Ich auch nicht. Ja, und ich bin schon tot. Super. Ich dachte mir so, ja, weil ich wollte da rüber, weil da noch so ein Blitzding vom Feld war und ich das noch nicht auf hatte. Naja. Ich ersticke. Das ist nicht so schlimm. Genau. Das passiert jedem einmal. So, ja, aber wir müssen hier auch wirklich lang, oder? Ich muss erstmal gucken. Schade, er lebt noch. Ja, wir müssen hier wirklich lang. Hier sind die Ziele, die wir haben. Unten in der Grube, wo wir mal dieses wunderschöne Öko-Quest gemacht haben. Tati erinnert sich vielleicht noch. Die Schnuckelchen? Ja. Ich liebe diesen Ort. Aus der Hüfte. Yeah.
Also brutal. Oh nein, ich muss nachladen. Ist die Waffe tot. Schon ziemlich geil. Ich finde die Waffe schon ziemlich cool, die ich habe, wenn ich mal treffen will. Nein, treffe ich da nicht. Ich treffe eh nicht. Ich warte einfach. Du wartest einfach, bis er vor dir ist. Ne? Ich warte einfach, bis ich meine Gegner tot sind. Du meinst, bis deine Bots das alles gemacht haben? Natürlich. Ach, hier ist Sauerstoff. Ja, nachladen. Da kommt noch einer. Ja. Munition. Oh, das muss wehgetan haben. Etikett! Achso, wir müssen jetzt ja die Munitionswaffen mehr oder weniger auch. Richtig. Benutzen. Aber da war ja was. Also wegfrosten. Ah, das. Eigentlich sind es ja eine Raider, die wir jetzt hier haben an der Stelle. Ich froste bereits. Aber ich froste auch. Mein falsches Frost. Nein, nachladen, nachladen. Nach. Ja, mein schön. Ziel ist das zu treffen. Mir geht's gut, ich habe ganz viele Gegner, die mich hauen wollen, aber mir geht's gut. Yeah. Also gefroren. Oh, was ist denn das hier? Ich muss nachladen, nein. Kreaturen oder Menschen genug Frostschaden zufügst, kannst du die meisten davon tiefgefrieren. Dann reicht ein guter Schlag und sie zerspringen. Probier's mal, wenn du dich traust. Ich weiß, ob ich mich traue. Auf jeden Fall hauen die ganz schön rein hier auf Dauer, weil ich so ganz alleine die platt machen muss. Aber ich glaube, ich schaff das. Aber wieso schießen die alle auf mich? Ist doch nicht lauftig, das sind kleine Filter, die können nicht schießen. Ja, die Masse macht das, glaube ich. Aua. Ja. Na komm, jetzt töte ich ihn aber auch. Gut so. Und jetzt geh nah ran und hau dem Fork eins rein, damit er zerspringt. Welcher ist denn hier gefroren? Den ich gerade eingefroren hatte. Ja, den wir jetzt gerade irgendwie nicht mehr haben. Na, einen haben wir erledigt. Es klingt komisch, ja. Wir gehen mal einfach zur zweiten Stelle. Es gibt ja zwei Base, ne? Das klappt und ja wieder mal perfekt nicht. Das ist super, ne? Wie das Ultra mal wieder nicht klappt. Wie künstlerisch das auch wunderbar nicht klappt. Ich gehe mal jetzt hier hoch, oder? Ein Getriebe hört sich gut an. So, das soll immer noch. Ach nee, da waren wir ja schon. Ich vergaß gerade. Wir rennen gerade voll in die falsche Richtung wieder. Aber wir wollen es da hinten hin, oder? Ja, doch, da hinten ist richtig, genau. Da scheint es noch was zu geben. Genau. Wo dieses Grisselzeug war, diese komische Steine. Du meinst, das Dark Portal aus World of Warcraft? Ja. Ich gehe mal in die Richtung. Ich guck mal, ob ich da. Ah, aua, 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 aua. Sterbe, sterbe. Ah. Oh, ich muss dir mal wieder helfen. Nicht aufhören zu schießen. Ja. Du hast ja wieder was an dem Rücken. So, wiederbelebt. Geil. So, hier sollen auch noch welche sein. Jetzt lass uns die mal hier schön schockfrosten. Oh, erstmal ein bisschen Luft schnuppern. Ja, toll. So, zu schockfrosten. Warum ausgerechnet diese Viecher, ey? Ach ja, man muss ja da. Ja, mach's kaputt, nein, mach's kaputt. Nachladen. Scheiße, nur ein Mitglied. Verdammt, wir machen zu viel Schaden. So zerschmettert man sie. Jetzt bist du nicht mehr. Ah, mir geht's nicht so gut. Geh weg. Geh weg. Ich hab dich nicht. Hilfe, Hilfe, wir werden gefressen. Ich muss hier weg. Ich auch. Das ist ein großes Talk, Königin. Wieso muss ich dafür nachladen? Sehr gut, Kammerjäger. Komm vorbei. Ich hab da noch eine tolle Idee. Ebenso kommst du. Sterbt alle! Und ich hab eine Belohnung für dich für das ganze Schießen und Verkloppen. Yay, es gibt Zeug. Wieso sind hier so viele?
Ah, die hören gar nicht mal auf, ne? Kann das sein? Irgendwie spawnt die wie blöd. Ja. Okay, aua, 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 hier ist was Großes, die Königin, machen wir die mal. Aber erstmal kämpfe ich mal um mein Leben, weil ich kann das. Yeah. Die ganzen kleinen Kinder müssen wir auch noch wegmachen. Jetzt sind wir wirklich mal Kammerjäger. Au, au, au. Aber sowas von. Eine weiße Waffe, die brauchen wir. Leute, torkelt nicht rum. Ja. Skin-Anpassung für den Buggy, na, das ist doch geil. Und ich habe keinen Inventarplatz mehr, ich hasse. Meins? Ja, der Ninja-Looter, ich wusste es, ich wusste es. Da findest man mal was richtig Geiles, weißt, und dann Inventar voll. Da müssen wir gleich mal ein paar Sachen rausschmeißen für die Zukunft. Das kann ja nicht sein, dass Tatsch mir alles wegnimmt. Wie wäre es denn zum Beispiel mit, wir haben zu viele weiße Waffen. Ah, Lawbringer, die ist auch cool. Oh Mann, ich habe einfach viel zu viel Inventarplatz. War das kein Ninja? Okay, ja. Fand dann ich wieder zurück. Jetzt nicht so schlimm, dass du weggezappt hast. Schade, dass der Mondbuggy-Skin-Anpassung jetzt weg ist. Ich weiß nicht, wo die hingeht. Ich hatte irgendwie in Luft aufgelöst. Aber ansonsten fand ich das muss sehr... Muss ein Bug sein. Muss ein Bug sein. Ach ja. Ich gönne es ihr heute mal. Den Moment, ich muss mir das eben kurz ankreuzen am Kalender. Wieso? Ich gönne dir sehr viel in letzter Zeit. Ah ja. Den Tod, einen qualvollen Tod. Den das geht doch noch. Tod. Einen zerstückelten Tod. Einen langsamen Tod. Nur so ein paar Kleinigkeiten halt. Halt nur die netten ist natürlich Sachen. Kaputt, war ja wieder klar. Langsam habe ich schon gesagt. Dann lass uns mal so. Jetzt erstmal hier kurz rüber zur Station, wo wir die Waffen abgeben können, weil ich habe da wieder so ein paar Inventar. Ach du meinst die Befreiungsfront? Genau. Noch ein bisschen Munition einsammeln, weil kann ja nie verkehrt sein. Hey, Befreiungsfront. So. Dann habe ich mich auch endlich mal wieder Platz in Inventory und kann vielleicht auch irgendwann mal ein paar Sachen aufnehmen. Bum bum. Wechsus, du bist. Ja! Komm, den schaffe ich noch. Super. Uah. Jetzt bin ich zwar eigentlich tot, aber naja. Man kann halt nicht alles haben. Wow. Guck mal, Kasper läuft hier rum. Ich würde ihn liebend gerne abknallen. Aber das mache ich immer in einem anderen Spiel schon. Deswegen gönne ich ihm das heute mal. ich möchte dich an dieser Stelle erinnern, wo wir waren. Das Creator war? Nee, aber ich glaube, das war irgendwo anders. Das schwarze Loch gefallen muss. Ja, ich bin in den schwarzen Altrum gefallen. Oh Mann. Kämpft hier gerade das Überleben, ja? Ist okay, ich gebe gerade Waffen weg. Die kein Mensch braucht. Sind schon ein paar. Was sind das für Viecher noch? Weißer Schrott. Weg damit. So, hier, die nehmen wir auch noch weg. Mal, die kann auch noch weg. Jetzt hatte ich keinen Platz drin, ja toll. Ich bin dran. Nee, ich muss erstmal warten. Ich bin mich noch nicht fertig. Hä, wie geht denn das hier rüber packen? So? Aua, 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 aua. Dass es ihnen gut geht. Ich habe ihre Position auf dein Echo geladen. Ich muss nachladen. Nein. So, mehr geht nicht. Zu den Waffen. So. Sieh nach den sehr schön. Mitgliedern. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja, die Mitglieder müssen wir gleich mal besuchen gehen. Das kann man ja auch gerade mal machen. Ich meine, das ist ja quasi wieder in der Nähe. Irgendwie wird man in diesem Spiel so oft abgelenkt, dass man denkt, man kann was machen und dann denkt man sich wieder, oh, na das noch und das noch, ne, weißt du und so. Sag doch gleich, man kommt zu nichts.
Ja doch, das will ich jetzt nicht behaupten. Naja, wir retten Leute, aber den Mond retten wir damit nicht. Dann gehen wir halt mit dem Mond unter. Also ich meine, da haben wir doch keine Probleme, oder? Im Mond kann man nicht Motorrad fahren. Schwerkraft zu gering. Was? Ach, das geht. Wenn man es könnte. Habt ihr nicht mal die Idee gehabt, das auszuprobieren? Nein. Warum nicht? Ich hatte jetzt noch nicht so das Bedürfnis, auf dem Mond Motorrad zu fahren. Ich dachte mir einfach so, erstmal bis zum Mond zu fliegen wäre schon anstrengend und teuer und überhaupt und aber wenn man das könnte, könnte man das ja mal rein zum Probieren. So, ja, ein paar Milliarden ausziehen oder ein paar Millionen, einmal zum Mond fliegen und sagen, okay, ich fahre ein Motorrad, merke, klappt nicht und fahre wieder zurück. Ist doch cool, oder? Quatsch, das wird garantiert klappen. Weiß doch jeder, dass die praktisch wertlos sind. Fühl dich jetzt bitte nicht angegriffen. Apropos Angriff. Nimm den Banditen die Waffen wieder ab und übe blutige Rache für unsere getöteten Brüder. Das würde ich fast machen, aber ich glaube, ich muss jetzt mal Castro retten. Der Castro hin? Der ist schon wieder rübergegangen über den nächsten Durchgang. Oh, der Castro. Mach mal langsam. Ja. Ich würde mal sagen, er ist etwas gestorben. Nö, bin ich nicht. Ich lebe noch. Schade, ich würde sagen, er ist bald gestorben. Was nennt sich die eisige Kraft? Damit komme ich immer genau. Ein bisschen weh, ja. Das ist aber Silberlocke. Der stirbt schon wieder. Das ist doch ein schönes Ende. Ich finde das toll. Ich bringe das Gesetz und rette dabei vielleicht Castro. Gab's. Sie sind alle verrückt, man freut mich um. Meinst du? Sie heißen sogar Selbstmörder. Nein! Stirb! Ich hab grad nicht aufgepasst beim Springen. Freestyle! Und aua! Stirbt. Ja. Das gut an. Glaub ich das jetzt? Nicht. Haut er wieder ab? Haut er wieder ab? Schüssel mit weißen Waffen wieder eins haben. Ja, erstmal gehe ich drauf. Das ist richtig fett schaden. Das ist cool. Ah, neue Stärke, denn dafür lebe ich. Die sind ganz schön hart, die Dinger, ne? Kann das sein? Ja, ja. Ja. Au. Oh man, das ist gerade hier voll die. Voll das Massaker. Wechsel auf Sniper, damit bin ich irgendwie besser dran. Ah! Was ist denn hier? Hier sterben Leute vor meiner Nase. Was geht denn hier ab? Wir müssen ihnen echt alle Waffen abnehmen, das ist natürlich krass. Ich sammle schon mal die ersten Waffen ein, die wir hier so nebenbei finden. Ihr habt ja auch schon ein paar. Hab ich ja schon gesehen. Ah, hier liegt noch eine Granate, die können wir auch nehmen. Komm ich mal hoch und besuche euch mal. Was gibt's denn so schön? Ach Gott. Ihr sterbt ein paar Mal, kenn ich gerade. Der bin ich. Das gehört also Taktik. Yeah. Bitte diese Rache. Okay. Schon ganz schön. Die waren echt ganz schöne Kracher. Furchtbar, ja. Boah, das sind noch mehr. Die hören nicht auf, ne? Kann das sein? Ist wieder abgehauen, na toll. Jetzt mache ich meinen Cooldown an und nichts passiert mehr. Okay, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück zu den Typen und bringen die Waffen mal weg. Und gucken mal, ob wir vielleicht in der nächsten Runde von Borderlands etwas orientierter unsere Sachen machen können, die wir eigentlich machen wollten. Am Anfang. Wer weiß, wir werden es sehen. Bis dahin. Peace out.